Herzlich willkommen zum Schulungsvideo zum Thema Lohnverarbeitung auf der Version 2023. Mein Name ist Sarah Zollinger von der StartNow.Support AG. Heute möchte ich gerne zeigen, wie man eine gewöhnliche Lohnverarbeitung im Abakus vornimmt. Wenn wir uns jetzt den Programmbaum auf der linken Seite anschauen, sehen wir unter der Lohnverarbeitung verschiedene Programmpunkte. Ich empfehle jedem, eine Gruppe zu machen, Lohnverarbeitung und die relevanten Programmpunkte in dieser Gruppe abzuspeichern. Dann würden wir einsteigen ins Programm L31 Personalstamm. Auch hier empfehle ich unter den laschen Zahlwegen Zahlungsinstruktionen die Firmenzahlstelle gemäss den Unternehmenseinstellungen zu führen. Da hat man einfach den Vorteil, dass man bei der Lohnverarbeitung Zahlung schneller erstellen kann, weil man die Firmenzahlstelle nicht mehr auswählen muss. Und gleichzeitig kann man auch, falls man die mal mutieren muss, das direkt mit einem Klick machen, statt das auf allen Mitarbeitern mutieren zu müssen. Die Standard-Firmenzahlstelle kann man im Programm L431 Unternehmensdaten unter der laschen Zahlweg hinterlegen. Dann würden wir einsteigen in die Lohnverarbeitung. Für die Lohnverarbeitung muss man immer eine Periode eröffnen, eine Lohnperiode, damit man auch die Mitarbeiter entsprechend abrechnen kann. Das heisst, eine Lohnperiode eröffnen kann ich sowohl im Programm L111, die Vorerfassungsperiode, ich kann es aber auch im L13, Lohnabrechnung und Bearbeiten eröffnen, im L12 oder auch im L14. Das heisst, wenn wir mal ins L12 einsteigen, dann kommt sofort das Dialogfenster für Periodenauswahl. Ich kann da rechts unten alle Perioden anzeigen lassen. Das heißt, alle die, wo bereits verbucht sind oder definitiv verarbeitet. Ich kann das aber auch wieder ausblenden. Ich kann zusätzlich unten durch Details ausblenden, kann die auch wieder anzeigen. Das heißt, mit neu kann ich eine neue Periode anlegen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel das Abrechnungsdatum wählen auf den 31. Januar und sehe jetzt da, wenn er mir das automatisch übernommen hat, sowie auch das Valutadatum. Das Abrechnungsdatum ist relevant für Personendaten im Hintergrund mit der Zeitachse, wo angezogen werden. Die meisten Kunden tun das immer auf 1 Monat rein. Dann haben wir noch das Valutadatum. Auch hier hat man gesehen, dass mir automatisch eins vorgeschlagen wird. Das kann man übrigens auch einstellen unter den Applikationseinstellungen, Lohnverarbeitung, Zahlungen und kann dann hier ein Valutadatum, wo vorgeschlagen werden muss, speichern. Das heisst, wenn wir weitergehen, ich würde hier jetzt den Januar abrechnen. Man sieht auch, dass die Bezeichnung automatisch vorgeschlagen wird mit dem Monat und dem Jahr. Auch da hätte ich die Möglichkeit, die individuell anzupassen. Unten drüben habe ich die Rückrechnung, die mir angezeigt wird. Das sind alle Kunden, die die Option Rückrechnung im Einsatz haben. Auch da können wir filtern zwischen Rückrechnung inaktiv, aktiv oder nur bei Mitarbeiteränderungen aktivieren. Dann unten drüben der Lohnlauftyp. Das wird auf der Lohnarten geführt. Das heißt, die Lohnarten im L411 haben eine Definition dahinter, bei welchem Lohnlauftyp sie abgerechnet werden müssen. Dann das Belegdatum FIPU. Auch das wird direkt vom Abrechnungsdatum übernommen. Möchte man das nicht auf 1 Monat in die FIPU gebucht haben, kann man das auch verändern. Das Gleiche kann man mit dem Valutadatum FIPU machen. Und unten durch könnte man auch neue Belegnummern mitgeben für die FIBU, damit es dann später besser ersichtlich ist in der Finanzbuchhaltung. Unter der laschen Vorerfassung könnte man die Periode blockieren. Das heißt, wenn ich jetzt den ganzen Lohnlauf verarbeitet habe, abgerechnet habe, Zahlung aber noch nicht erstellen und Buchung noch nicht erstellen, dann kann ich dort die Periode blockieren, dass mir alles, was ich neu in der Vorerfassung erfasse oder auch aus der Projektverwaltung Zeiterfassung kommt, nicht mehr eingelesen sollte werden in die offene Periode. Und zwar in der nächsten berücksichtigt werden.
Dann unter der Lohnvorfassung einlesen bis. Auch da kann ich das Datum eingrenzen, bis wann das soll berücksichtigt werden. Eins unten dran, Buchung aus der Projektverwaltung einlesen bis. Da habe ich noch eine Einschränkung, die ich vornehmen könnte. Beispielsweise, falls ich in dieser Periode nur die Spesen aus der Projektverwaltung möchte einlesen möchte und alles andere nicht. Dann haben wir noch Zahlungsrhythmen. Die werden auf den Mitarbeiter im Personalstamm unter der Anstellung geführt. Das heisst, dort kann ich wählen zwischen jährlichen, täglichen und so weiter. Einfach die Auswahl, die ich da habe. Und das Gleiche kann ich auch auf den Lohnarten eingrenzen. Das heisst, wir können jetzt mal Periode öffnen. Für mich passt das so. Und schon sieht man, okay, die Periode ist noch im Status eröffnet. Wenn ich jetzt mal die andere Periode anzeigen lasse, dann sehe ich, die einen sind storniert, die anderen sind verbucht. Bei der Stornierung ist es noch so, es gibt ja die Möglichkeit, dass man nicht die ganze Periode storniert, sondern auch nur einzelne Mitarbeiter. Vorne durch wird der Status immer gleich angezeigt, ob nur einzeln storniert oder alle storniert. Aber in der letzten Spalte sieht man dann unter den Detailangaben, ob es ein Einzelstornung war oder die ganze Periode storniert wurde, ist, dann würde nichts stehen. Wenn wir die wieder ausblenden, dann können wir mal in die Periode hineingehen. Das heißt mit einem Doppelklick oder kann da unten durch über Auswählen Periode öffnen. Das heißt, im Moment habe ich noch gar keine Mitarbeiter abgerechnet. Links sehe ich auch in der Prozessübersicht, dass alle Stati noch keine Farbe haben. Das ist noch nie gemacht. Dann, es gibt Kunden, die mehrere Perioden machen in einem Monat. Das heißt, ich könnte jetzt da theoretisch, man sieht auch da, ich habe mal da im Januar einen Lauf storniert. Jetzt mache ich einen neuen auf, darum hat der es zwei. Könnte theoretisch auch mehrere Perioden öffnen. Das heißt, ich kann jetzt mit neu hergehen und sagen, okay, tu mir bitte nochmal eine Januarperiode eröffnen und tu zum Beispiel in der nur die Stundenlöhner abrechnen. Falls ich das so mache, habe ich die Möglichkeit, über das Icon hinzufügen, eine Selektion vorzunehmen. Das bedeutet, ich könnte jetzt da sagen, okay, tu mir nur die Stundenlöhner abrechnen in dieser Lohnperiode. Oder eben nur die Monatslöhner. Was ich aber nicht muss filtern und sollte einfach alle Mitarbeiter abrechnen, gemäss den Einstellungen auf der Lohnperiode, muss ich da auch gar nichts hinzufügen. In dem Zahlungscockpit, also Lohnverarbeitungscockpit, nicht Zahlungscockpit, kann ich die ganze Lohnverarbeitung vornehmen. Das heißt, ich muss nicht mehr über jedes Programm einzeln rein. Ich habe hier rechts mal die Programmpunkte gespeichert, wo aufzurufen sind, wenn man über die Lohnverarbeitung macht. Und all die muss man nicht mehr einzeln speichern, sondern man kann wirklich alles über das Programm L12 machen. Wichtig da ist einfach immer von links nach rechts die Icons durchgehen. Das heißt, ich kann jetzt hier mal einfach abrechnen. Da ist einfach wichtig, allfällige Warnungen oder Fehler. Für das kann man die Zusammenfassung hier nutzen oder auch die Filter anzuschauen und zu beheben. Ich habe da zum Beispiel gewisse Mitarbeiter, die vielleicht Stundenlöhner sind und irgendwelche BVG-Beiträge erfasst haben, wo sie Forderungen erstellt. Jetzt kann ich das Ganze schliessen. Und ich würde jetzt einfach da die Mitarbeiter für die Lohnperiode rausrühren. Das kann ich machen, indem ich Löschen mit Vorerfassung mache, einen Rechtsklick und die aus der Lohnperiode rauslöschen. So, und jetzt ist eigentlich der Moment, wo man variable Lohndaten kann erfassen kann, beispielsweise Spesen oder Bonuszahlungen oder irgendwelche Korrekturen, die man muss vornehmen muss. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dass ich das direkt darüber ausmachen. Ich kann hier einen Mitarbeiter anklicken, einen Rechtsklick machen und Lohnabrechnung bearbeiten. Und würde jetzt hier sehen, wie er mir die ganze Lohnabrechnung mit allen Lohnarten und auch Arbeitgeberbeiträgen darstellt.
Jetzt könnte ich einfach darüber eine neue Lohnart erfassen und kann zum Beispiel sagen, Spesen 50 Franken und die über das L13 erfassen. Wie man gesehen hat, könnte ich jetzt bei dieser Lohnart, das ist auch immer eine Einstellungssache im Hintergrund, im L411, noch das FiBo-Konto übersteuern oder die Kostenstelle oder der Mehrwertsteuergut. Was heisst übersteuern? Die Lohnart ist im 491 Definition für Buchung kontiert. Das heisst, die Lohnart würde gemäss Kontierung aufs 850-28 verbucht werden. Wenn mir das aber für die Lohnperiode nicht passt und ich möchte es übersteuern, dann kann ich das hier machen, indem ich hier ein anderes Konto eingebe. Also statt dass 58, jetzt mal zu dem Fünferkonto, aber statt dass 58, 28, wo hinterlegt ist, nehme ich jetzt einfach mal das 58, 21 und tue das entsprechend übersteuern. Speichern und würde jetzt sehen, okay. Statt gemäß Standard, wo wir da gesehen haben in der Verbuchungsdefinition, wird die Lohnart nicht aufs 58,28 verbucht, sondern aufs 58,21. Ich habe da immer die Möglichkeit, bei der Mitarbeiterübersicht auf den Button zu drücken und dann kann ich da auch schön zwischen den Mitarbeitern wechseln. Das ist eine Möglichkeit, wenn ich variable Lohndaten erfassen kann. Ich könnte aber auch ins Programm Vorerfassung Periode und könnte da eine Masseneingabe vornehmen. Das heisst, ich bin schneller, weil ich da Personalnummer kann eingeben kann, jetzt einen anderen Mitarbeiter, gerade die Lohnart, den Betrag und so weiter. Dann hätten wir noch die Vorerfassungsperiode unabhängig. Das heißt, da habe ich die Möglichkeit, mit dem Datum allfällige variable Lohndaten zu erfassen für spätere Lohnperioden. Das heißt, sobald ich das Datum da mitgebe, würde es mir dann in die nächste Lohnperiode eintragen. Dann eben das Programm L13, Lohnabrechnung bearbeiten. Bearbeiten, das kennen wir jetzt schon, das habe ich vorher aufgerufen, direkt über das L12. Das heisst, ich empfehle immer, alles über das L12 zu machen. Jetzt sehen wir, ich habe vorhin bei der Barbara Egg etwas in der Vorerfassung erfasst und die Lohnperiode hat sich da auf bearbeitet verändert bei dieser Mitarbeiterin. Und ich kann jetzt hergehen und über den Blitz sagen, falls ich mehrere Daten eingegeben habe in der Vorerfassung L111, kann ich jetzt sagen, okay, tun wir bitte alle Mitarbeiter nochmal neu berechnen, damit er eben die ganzen Spesen und so weiter, die man im L111 eingegeben hat, nochmal neu berechnet. Und jetzt sehe ich, okay, Barbara Eck ist jetzt nicht mehr auf bearbeitet, sondern ebenfalls auf abgerechnet. Wenn man jetzt nochmal ins L111 wechselt und ich jetzt nochmal eine Buchung bei meinem dritten Mitarbeiter vornehme, speichere, da wieder schließen. Und dann würden wir wieder in Abrechnungslauf wechseln. Und jetzt sehen wir wieder, der Status hat sich verändert aufgrund von dem Mitarbeiter. Das heißt, ich habe auch da wieder die Möglichkeit, ich kann einfach das Ganze über das L13 öffnen, da speichern. Ich kann aber auch sagen, Rechtsklick und direkt abrechnen, einzeln oder eben über den Blitz. Alle Mitarbeiter neu berechnen oder einfach nur die noch nicht abgerechneten Mitarbeiter neu berechnen. Das heißt, wir machen da jetzt einen Rechtsklick und den ihn einfach nochmal neu abrechnen.
Wenn man die ganze variable Lohndaten erfasst hat und soweit fertig ist mit der Lohnverarbeitung, mit dem Erfassen von der Lohndaten und so weiter, dann kann man weitergehen zum nächsten Icon. Das wäre das Lohnabrechnungen. Und kann einfach mal da, er tut mir da einfach den Mitarbeiter jetzt filtern, wo ich gerade drauf gsi bin. Das heisst, ich kann den rausrühren und kann dann da jetzt über Ansicht einfach mal das prüfen, wo ich variabel erfasst habe, ob das so passt. Die Lohnabrechnungen sind aber noch nicht für den Ausdruck. Weil man sieht hier unten, es ist noch nicht bezahlt am, es wird noch nicht angezeigt, weil die Zahlung noch nicht erstellt ist, sondern es ist immer noch auf Auszahlungen. Das heisst, das Icon jetzt im Moment dient einfach dazu, dass man mal die Lohnabrechnungen kontrolliert. Dann noch ein wichtiger Hinweis. Man kann im Personalstamm unter den Notizen in die Abrechnungsnotiz Daten erfassen, speichern. Jetzt wechseln wir wieder in die Lohnverarbeitung. Schnell wieder raus und wieder Periode öffnen. Und jetzt sehen wir da, wie beim Paul Maurer eine Notiz erstellt wurde ist. Das heißt, die Testnotiz wird da links unten angezeigt. Das heißt, das kann man brauchen, das dient als Hilfe, falls man irgendetwas übersteuern müsste oder irgendwelche Korrekturen muss vornehmen und Unterstützung braucht, damit man es nicht vergisst. Sobald die Abrechnungsnotiz aber nicht mehr aktuell ist, dann sollte man sie im Personalstamm wieder entfernen. Oder einfach in eine neue Notiz hinein. Das heisst, ich könnte jetzt hergehen und den Test in die Notiz, alte Notizen zum Lohnlauf hinein. Weil die Abrechnungsnotiz, das ist immer das gleiche Feld und solange da etwas abgefüllt ist, wird es auch in jeder Lohnperiode angezeigt. Dann würden wir wieder in den Abrechnungslauf wechseln. Und würden jetzt weiterfahren mit dem Geldsäckli. Und das ist übrigens das Zahlungscockpit, also das Programm L151. Jetzt können wir das aufrufen und sehen jetzt da, dass die ganzen Zahlungen noch pendent sind. Was ich zwei Auftrag möchte, weil ich vielleicht schon morgen einen Lohn muss zahlen für einen Mitarbeiter und die anderen mit einem späteren Valutadatum, könnte ich auch einen Rechtsklick machen auf den Mitarbeiter und kann einfach nur die Zahlung für ihn aufbereiten und kann da beispielsweise das Valutadatum übersteuern, mit weiter bestätigen und dann würde er mir einfach für den Mitarbeiter ein separates File generieren. Das heißt, ich habe da das wieder zurücksetzen, das möchte ich nicht. Und fertigstellen. Wir tun jetzt mit dem Blitz hier im Zahlungscockpit für alle Mitarbeiter die Zahlung aufbereiten. Die Standardeinstellungen übernimmt er mir einfach von der Periodeneröffnung. Wenn ich möchte, könnte ich die auch übersteuern einmalig. Ist jetzt aber für jetzt nicht nötig. Auch da immer schauen, was für Fehler auftauchen. Also die Abrechnung ist unvollständig, wie meint der Mitarbeiter. Das heißt, wir können das jetzt mal fertigstellen und würden bei ihm nochmal seine Abrechnung kontrollieren. Und würden sehen, okay, da hat es noch irgendeine Änderung gegeben im Hintergrund und tun die speichern. Auch der Mitarbeiter ist jetzt abgerechnet, das heißt, ich kann wieder aufs Geldsäckli und kann jetzt da einfach nochmal neu aufbereiten, mit weiter bestätigen und fertigstellen. Dann würden wir weitergehen zum nächsten Geldsäckli, das ist das Programm L154. Das aufrufen und je nachdem, ob man E-Banking im Einsatz hat oder eben Zahlungen manuell exportiert, sieht das ein bisschen anders aus.
Ich kann es jetzt mit manuell exportieren, das heißt, ich kann da die Zahlung anwählen, kann sie ausführen, auf dem Desktop speichern. Und dann wäre das das File, das ich dann später in der Bank hochladen muss. Sobald ich da auf erledigt wechsle, sehe ich jetzt, okay, die Januarperiode ist da unten durch manuell versandt. Also ich habe sie nicht direkt aus dem System über die Bank gezahlt, sondern du sie dann später mit dem File in der Bank hochladen. Jetzt können wir da das Zahlungscockpit schliessen, wieder anwählen und kann jetzt da beim Status sehen, wie er gewechselt hat auf bezahlt. Das Gleiche auch da, man hat in der Lohnverarbeitung den Statuszahlung erstellt. Wenn man jetzt nochmal die Lohnabrechnungen aufbereitet, dann würde man jetzt sehen, dass unten durch bezahlt am Staat und nicht mehr Auszahlung. Jetzt könnte man noch so ein bisschen Kontrolle machen. Die kann man auch schon vorher machen, das kann man individuell entscheiden. Das heißt, man hat verschiedene Auswertungen zur Verfügung. Die sehen wir da auch im Programmbaum. Ich habe jetzt die gängigsten mal als Favoriten gespeichert. Das heißt sicher mal die Auszahlungsliste. Die kann man auch kontrollieren und auswerten, sowohl wie das Kumulativ der Mitarbeiter. Da ist einfach wichtig, solange die Periode noch nicht definitiv abgerechnet ist, einfach das Flag entfernen, sonst kann man es nicht aufbereiten. Dann hat man auch noch die Möglichkeit, einen Periodenvergleich vom Mitarbeiter auszuwerten. Das heißt, ich kann meine aktuelle Periode und vielleicht die vom letzten Monat auswählen und nur die Mitarbeiter mit Differenzen anzeigen lassen. Auch das ist möglich. Dann können wir da schließen. Da ebenfalls. Dann hätte ich auch noch das Vorerfassungsjournal. Da würden mir alle Vorerfassungen ausgewertet werden. Ich kann das nach Datum eingrenzen. Ich kann aber auch direkt die Lohnperiode auswählen, über Ansicht öffnen und auch da würde ich die ganzen Vorerfassungen sehen. Schließen. Dann auch das Detailjournal. Wie gesagt, da gibt es jüngste Auswertungen, wo man für Kontrollen nutzen kann. Dann würden wir weitergehen. Das heißt, ich habe jetzt eben die Möglichkeit, dass ich die Lohnabrechnungen ausdrucke für die Mitarbeiter. Ich kann sie aber auch jetzt gerade also ins Dossier ablegen, im Personalstamm. Das heißt, wir machen das Ganze da über das Icon Drucken. Keine Ausgabe beim Drucker, weil wir, wenn es nur ins Dossier ablegen, können da unter der Ablageeinstellungen die Lohnabrechnung, also den Ordner Lohnabrechnung wählen und können das mit OK bestätigen. Jetzt geht es einen Moment, sobald das Dialogfenster sich schließt, kann man auch das Programm schließen und kann für Kontrolle im Personalstamm schauen, ob das geklappt hat mit der Ablage. Und sieht dann da unter dem Dossier, dass die letzte Lohnabrechnung, die abgeleitet worden ist, die vom Januar ist. Und würde dann da in der Vorschau die Lohnabrechnung können sehen und kann somit auch schneller den Mitarbeiter bei Fragen unterstützen, statt dass man dann jede Lohnabrechnung einzeln über das L14 muss auswerten. Dann würden wir weitergehen. Das heißt, ich kann jetzt die Buchung erstellen. Sollte ich irgendwelche Fehler haben, weil gewisse Konten nicht stimmen oder die Lohnarten und so weiter oder Kostenstellen, würden die jetzt hier auftauchen. Das heißt, man sieht jetzt, okay, in der Prozessübersicht, wir sind im Status Buchung erstellt. Sollte ich jetzt wissen, dass ich noch eine zweite Lohnperiode eröffnen muss im Januar, ob aufgrund von Spesenzahlungen oder irgendwelche Nachzahlungen und so weiter, dann muss ich ab jetzt noch nicht den Monat, also die Lohnverarbeitung definitiv schliessen.
Weil sobald ich das mache, kommt eine Abfrage, ob ich den Monatsabschluss auch möchte vornehmen. Wichtig ist eben immer, falls man mehrere Lohnperioden hat für den gleichen Monat, muss man die immer gleichzeitig abschließen, also den Monatsabschluss vornehmen. Weil man kann nicht den Monatsabschluss jetzt vornehmen und nachträglich nochmal eine Lohnperiode eröffnen. Das müsste man den Monatsabschluss zurücksetzen. Wir müssen jetzt aber für den Fall keine weitere Lohnperiode eröffnen. Das heisst, wir können weitergehen und die Lohnverarbeitung definitiv verarbeiten. Und jetzt kommt eben die Abfrage für den Monatsabschluss. Die Abfrage kann man ebenfalls verschieden einstellen. Das heisst, wir wechseln in die Applikationseinstellungen und können hier unter der Lohnverarbeitung in der Periode den Monatsabschluss einstellen und sagen, der Monatsabschluss sollte nicht automatisch ausgeführt werden. Das würde bedeuten, dass ich nach der definitiven Lohnverarbeitung zusätzlich ins Programm L271 müsste gehen und dort den Monatsabschluss muss durchführen. Oder ich mache ihn automatisch. Das heißt, es kommt keine Abfrage und er wird einfach im Hintergrund gemacht. Oder eben es kommt die Abfrage, so wie ich das im Moment eingestellt habe. Ich empfehle immer die Abfrage. Wie gesagt, wenn man es automatisiert hat, macht er einfach den Monatsabschluss, sobald man definitiv den Lohn verarbeitet. Und sollte man dann doch noch eine Periode müssen eröffnen, dann müssen wir den Monatsabschluss zurücksetzen. Und falls man eben die ELM-Übermittlung für die Quellensteuer elektronisch macht, sollte man das eben nicht. Wieso sollte man es nicht? Weil also die Übermittlung wird automatisch storniert. Das heißt, man müsste quellensteuerpflichtige Mitarbeiter erneut übermitteln und das führt zur Verwirrung bei den Quellensteuerämtern. Das heißt, für uns ist aber gut, wir können starten und würden den Monatsabschluss durchführen. Und jetzt sehe ich, wenn er mir da schön Daten aufbereitet für die Quellensteuer. Das sind BFS-Statistikdaten, das ist nicht so wichtig. Aber obendurch sehe ich, wenn er mir die Quellensteuerdaten erstellt hat. Das heisst, es sieht gut aus, ich kann es schliessen. Und jetzt ist der Monat definitiv verarbeitet in der Lohnbuchhaltung. Das heisst, ich habe jetzt den Buchungsbeleg ausgeben, das hätte ich auch vorher schon können machen, solange ich im Status Buchung erstellen war. Es kommt immer darauf an, wie viele Spezialitäten man hat, ob man die ganze Buchung nochmal möchte prüfen oder einfach Stichproben überprüfen. Genau. Dann kann man die auswählen. Man kann da den FIBU-Verbuchungsbeleg nach Mitarbeiter ausgeben. Das ist eine Möglichkeit. Und da würden wir jetzt auch sehen, okay, beim Paul Maurer haben wir ja das FIBU-Konto im Hintergrund übersteuert. Es geht also nicht aus 58,28. Das würde also stimmen. Dann könnten wir auch den oberen Buchungsbeleg ausgeben. Das sind einfach Standard-Buchungsbelege, die zur Verfügung gestellt werden, aber auch die könnte man individuell gestalten und anpassen. Dann müssten wir weitergehen und zwar in die FIBU-Verbuchung. Auch da muss man die Lohnperiode auswählen, wo man also in die FIBU verbuchen will. Das ist auch unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Wir haben jetzt hier direkte Verbuchung im Mandant, weil wir auch die Abacus Finanzbuchhaltung haben. Auch das sind Einstellungsdefinitionen im Hintergrund. Das heißt, ich kann hier im L491 Definition einstellen, ob es mir direkt ins Abacus verbucht oder ob es eine Datei generieren sollte, damit ich es dann später in ein Fremdsystem kann importieren kann. Auch da hat man die Möglichkeit, dass man das Ganze nicht verdichtet verbucht in FIBU, nur die Mitarbeiter und Anstellung verdichtet oder eben alles verdichtet.
Dann haben wir das Ganze verbucht. Das heißt, uns fehlt jetzt noch die ELM-Übermittlung, weil wir es elektronisch machen. Das heißt, falls ich die elektronische ELM-Übermittlung für die Quellensteuer möchte, muss ich auch noch gewisse Daten abfüllen. Das heißt, die UID muss ich sicher führen in den Unternehmensdaten. Die Kontaktperson muss hinterlegt sein, sowie auf den Kantonseinstellungen die SSL-Nummern mit den Kantonen, die ich abrechne. Zusätzlich kann man die Bezugsprovision auf elektronisch stellen, sowie auch die Familienausgleichskasse muss hinterlegt werden. Dann würden wir in die Lohnmeldungsstelle ELM wechseln, vielleicht vorher noch die Kunden, die das immer noch per Papier machen. Die werden hier auf nationale Auswertungen, Quellensteuer, Quellensteuerabrechnung erstellen gehen und da den Monat entsprechend einschränken mit dem Quartal. Ich nehme jetzt einfach mal den Januar und das über Ansicht öffnen und würde dann das mit dem Formular am Quellensteueramt einschicken. Die Kunden, die das per ELM machen, die können da ins Programm 2995 und können jetzt hier mit dem Blitz die Monatsendverarbeitung für die Quellensteuer vorne mit weiter bestätigen. Jetzt haben wir hier nochmal die ganzen Daten, die wir vorher kontrolliert haben. Das heisst, die UID ist abgefüllt, sowie der Kontakt. Mit weiter bestätigen. Auch da hat man immer die Möglichkeit, das Ganze als Testübermittlung zu übermitteln. Ich lade das jetzt auch mal auf Test. Auch da kann man die einzelnen Kantone filtern, wo man beispielsweise möchte übermitteln oder auch nicht. Wir haben jetzt den Kanton St. Gallen und sehen jetzt da, dass er mir die ganzen Daten aufbereitet. Und da ist immer wichtig, dass man die Zusammenfassung überprüft. Und falls es Fehler oder Warnungen gibt, unbedingt anschauen, weil sollten da Warnungen kommen, wie der Mitarbeiter hat keine Konfession hinterlegt oder der Partner ist nicht hinterlegt, obwohl ihm kein Steuertarif verheiratet drin ist oder Doppelverdienende und die Erwerbstätigkeit vom Partner ist nicht erfasst. Das muss man unbedingt pflegen und nacherfassen, weil die Übermittlung wird sonst mit null übermittelt und man merkt es erst später, weil die Rechnung nie kommt. Das heisst, wir haben einfach einen Fehler, also eine Warnung, nicht einen Fehler. Die Deklaration ist als Test markiert, das ist okay für uns. Wir es bestätigen und jetzt ist es aber noch nicht beim Quellensteueramt. Das heisst, wir müssen jetzt noch das Resultat abholen lassen. Das machen wir, indem wir einen Rechtsklick machen oder unten durch das Auswahlresultat abholen anwählen. Ich kann das, hätte ich mehrere Kantone, kann ich das pro Kanton machen, indem ich nur den Kanton anklicke oder ich gehe direkt über alle und kann dann da das Resultat abholen. Und jetzt sehe ich da, was er mir übermittelt hat, kann es schliessen, da auf erledigt wechseln, es ist mir gesagt, es ist als Test markiert. Kann jetzt hier auf dem Kanton ebenfalls einen Rechtsklick machen, Informationen anzeigen und sehen hier unter dem Resultat, was ungefähr übermittelt worden ist. Und auch hier habe ich immer die Möglichkeit, im Programm L2952 den Monat auszuwerten und so einzusehen, was genau übermittelt worden ist. Wenn jetzt hier die Mitarbeiter durchgehen, und kann das entsprechend kontrollieren oder kann auch über Quellensteuer eine Abrechnung erstellen, ebenfalls den Monat eingrenzen und auch da das Ganze einsehen. So, das ist es gsi zur Lohnverarbeitung. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.